Bonsoir Alsace. Mal et bonjour. On passe un petit bonjour de Montréal ce soir. Parce que Susin, das Everol, Tovich. Goethe, de la pizza alsacienne des boulangeries de Chicago. Salut, nous sommes Protec, Viskes, Metrom, Speck, Sevles, Elsass, Vernitkons, Elsass, ohne Sina, Perim, Flammkur. Rezept, wo zu den Symbolen von der Gehet gehört und wo am Wurren quer durch die Welt vorbereitet, aber auch guess, wer sind ja in Amerika, China, im Liban, aber auch natürlich bei uns, wäre eine Menge Elsässer Lüter Flammkur in Schäse und das im Rahmen vom Alsass Fun Day. Was ist das? Wir sagen euch, das alles und nehme ich auf Reise mit. Sie sind 80 Deutsch. 80 Deutsch Elsässer, die von verschiedenen Gründen am Schienen aus Elsass verlassen haben, um sich in Deutschland, Belgien, aber auch Südafrika oder Tokio zu installieren. Elsässer sind da, wo sie sind, auf ihre Art und die Strahlung von unserer Gegend mithelfen und die entschieden, an dem Wochen gemeinsam das Elsass zu feiern. Man will mal für alle Elsässer in der Welt am selben Tag etwas miteinander machen. Weil alle Elsässer, wir sind 47 Vereine, also wir haben überall Elsässer in der ganzen Welt. Aber jeder macht mal am Montag macht er etwas, oder am Samstag, oder mal im März, oder mal im Oktober. Dann haben wir gesagt, wir machen mal etwas an einem Tag und am 24. Juni. Und so wären mehr als 25 Veranstaltungen stattfinden, wie zum Beispiel in Beirut. On a créé cette association qui aujourd'hui compte une quarantaine de membres et nous avons trois beaux événements chaque année. La journée Saint-Nicolas, la soirée choucroute que nous venons de faire au mois d'avril, nous avions 180 personnes. Et maintenant, l'Alsace Fun Day qui nous réunit tous autour des tartes flambées. Flammkuchen hat dem Elsässer vom Ausland oft nüppen haben, ein uraltes Bürgerrezept, das mit Brotteig gemacht wird und wo im Laufe der Jahre ein regelrechtes Symbol von unserer Gegend war. Der Ursprung ist hier im Choresbari. Voilà. Après, ça s'est diversifié dans toute l'Alsace. Am Samstag im Bürohof also Steigbrot gemacht, also den Ofen geheizt. Und dann war fertig, also jeder Rüß geholt und mit dem Rast hat das erste Flammenkörper gemacht und war fertig, also noch das Brot gebacken. Service, s'il vous plaît. Am besten für den Käse machen ist Bibelskäse mit ein bisschen Rum und Salz, Pfeffer. Es kommt der Muscatron und manche machen Eier oder Mehl. Und auch machen wir Zwiebeln und Speck drauf. Am Sonntag wären Hunderte von Flammkuchen durch die Welt. Ingeschoss wären nicht von der Folklore, aber ums Elsass von Tokio bis auf San Francisco in den Vordergrund zu stellen. Manche haben entschieden, andere Spezialität vorzubereiten, wie der Pierre Zimmermann, ein Schnärchenerbäcker, seit 8 Jahren in Chicago installiert, wo Brezel machen wird. Ils contiennent de la bière et des jalapenos, qui sont des piments mexicains. Et pour célébrer le Alsace Fun Day, nous allons évidemment, of course, comme on dit ici, en offrir à l'ensemble de nos clients dimanche prochain. À Goethe! Meistens, wenn der Gehet fährt, wie ihre Berufsgelegenheit, haben die Elsässer ihre Heimat nicht vergessen. Deswegen haben sie auch Lütevereine gegründet, wie der hier in Montreal, in dem die Mitglieder sich dann und wann sind. Seine Arbeit sind sie bei einem elsässischen Käsehändler gewesen. Je suis venu avec l'amicale alsacienne il y a un peu plus d'un an maintenant parce que j'étais en manque de tartes flambées. Je viens de la mégalopole juste à côté de Colmar qui s'appelle Ostheim. Je suis né à Montréal. Mon père est venu d'Alsace, ma mère de Lorraine. Ça arrive en 1957, alors ça fait quand même assez longtemps. Et nous sommes membres de l'amicale alsacienne depuis 1982. Alors ça fait au moins quoi, 36 années au moins. Ouais. Alors, on est vieux de la vieille. Donc l'amicale alsacienne vous donne rendez-vous pour l'Alsace Fun Day le 24 juin au vignoble Koblot, donc un viticulteur alsacien qui est installé à une demi-heure de Montréal pour une soirée de tarte flambée pour tous fêter l'Alsace et les amoureux de l'Alsace. Und für die alle, die im Elsass sollen hier ein echter Flammkuchen essen wollen, haben die Wahl von der Wahl. Die Flammkuchen-Konferie zählt 60 Wirte und so viel Wirtschaften. Gesundheit, wie uns ist doch keiner verdurst.